Herzlich willkommen zu Part 12 von Let's Play The Sims 4 City Life Challenge. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Schiss vor diesem Part, weil ich nicht genau weiß, was passiert. Also, im letzten Part, ihr lieben Leute, hat Nina ein bisschen gelitten. Es freut mich sehr, dass ihr alle wunderbar Spaß hattet, mich zu beobachten, wie ich Cringe des Todes habe. Kiana hatte ein kleines Techtelmechtel mit Rocket, ihrem besten Freund. Ja, die haben ein bisschen über den Durst getrunken und haben sich dann dazu entschlossen, dass es jetzt Zeit ist, ein Techtelmechtel zu machen. Und danach, direkt danach, habe ich gestreamt und die Leute haben sich das Video angeguckt und haben dann gesagt, Nina, hast du nicht verschiedene Mods, die dafür sorgen, dass deine Sims auch bei einem Techtelmechtel schwanger werden können, wenn sie nicht verhüten? Und damit habt ihr absolut recht. Das ist der Fall. Und deswegen werden wir jetzt allererste Maßnahme heute erstmal einen Schwangerschaftstest machen, wie so oft mit Kiana Owens. Sie heißt Loha, Nina. Naja, aber ansonsten freue ich mich sehr auf heute, denn heute ist Kianas erster Unitag, ihre erste Vorlesung und ich glaube, es wird cool, auch wenn sie ein bisschen müde ist. Aber sie hat ganz gut geschlafen. Wir haben nämlich jetzt, wir starten einfach los. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Part. Wir haben gerade 7 Uhr. Ich habe sie jetzt gerade aus dem Bett geschmissen, damit sie noch ein bisschen Zeit hat, weil um 9.30 Uhr die erste Vorlesung ist und sie muss ja noch nach Bradchester reisen und ihr wisst, ne, ist alles ein bisschen kompliziert. Naja, auf jeden Fall ist sie immer noch sehr kokett, also ich glaube, sie ist gerade so ein bisschen so, was ist da letzte Nacht passiert? War das ein Traum oder ist das wirklich passiert? Und ja, es ist wirklich passiert. Wir werden jetzt einmal, ja, hier auf den Pott hüpfen und einfach mal so, was man am frühen Morgen macht, einen Schwangerschaftstest machen. Ich habe wirklich gar keinen Bock darauf, weil wenn sie jetzt wirklich schwanger sein sollte, weiß ich echt nicht, was ich machen soll. Am liebsten würde ich das Baby abtreiben, aber das kann ich nicht machen, weil irgendwie ist das auch zu hart, oder? Ich meine, das hatten wir noch nie, aber ihr kennt mich ja. Naja, wir gucken jetzt erstmal, was hier los ist. Also vielleicht ist ja auch alles gut gegangen und es sieht auch gut aus, oder? Ich glaube, es sieht gut aus. Ach, zum Glück. Ich war, glaube ich, noch nie so froh über einen negativen Schwangerschaftstest. Weil von Rocket wäre eine Schwangerschaft noch viel schlimmer gewesen als von Julian. Weil bei Julian bin ich mittlerweile so, komm, gib mir ein Baby, damit wir einfach nur zusammen sein können. Ich weiß, ich stehe mir da einfach nur selber im Weg. Ihr schreibt auch alle, Nina, warum können die zwei nicht einfach zusammen sein? Es ist so, Leute. Die haben sich gerade ein bisschen auseinandergelebt und die müssen jetzt erstmal ein bisschen ihr Leben leben. Kiana, du willst jetzt noch Spaghetti kochen. Es tut mir leid, dir zu sagen, aber dafür ist jetzt nicht die Zeit. Du nimmst die Reste. Vermutlich wird es wieder ein ekelhafter Cupcake sein, aber das ist nicht meine Schuld, sondern deine, wenn du so ekelhafte Cupcakes zubereitest. Und wie ihr seht, geht's Kiana tatsächlich sehr gut. Obwohl sie halt so eine durchzechte Nacht hatte, geht's ihr tatsächlich ganz gut. Wir werden es jetzt nicht mehr schaffen zu duschen, weil Sims einfach 3 Milliarden Jahre duschen. Ich glaube, ich muss mir auch mal einen Mod installieren, womit das schneller geht, weil das geht mir immer auf den Keks, weil kein Mensch steht eine Stunde unter der Dusche. Und wer eine Stunde unter der Dusche... Ich dachte gerade, sie denkt, aber sie denkt an Ethan. Wenn er Stunde unter der Dusche steht, der gehört gesteinigt. Because of the poor environment. Please don't do it. Okay, Kiana, iss jetzt schnell auf. Wir wollen doch jetzt düsen. Düsen, düsen, düsen im Sauseschritt. Kannst du das noch eben sauber machen? Komm, mach das schnell sauber. Da ist nämlich direkt das Waschbecken. Wenn du woanders hinläufst, hau ich dich. Sehr gut. Vielen Dank. Und dann düsen wir auch direkt los. Sie ist fertig. Let's go. Wir gehen zur ersten Vorlesung. Okay, wir sind hier. Die Sonne ist noch nicht mal richtig aufgegangen. Oder es ist einfach ekliges Wetter hier in Bradchester. Heute beginnt für Kiana Loha das Unisemester und es wird 5 Wochentage dauern. Sie sollte sich ihren Kursplan ansehen und planen, wann sie ihre Hausaufgaben macht, lernt, isst und falls Zeit dafür übrig bleibt, sich entspannt und Spaß hat. Ich glaube, für die letzten beiden Sachen werden wir nicht so viel Zeit haben, aber YOLO-Modus. Ich erinnere mich. An Gastvorlesungen teilnehmen, Sprechstunde besuchen, weiß nicht, was das bedeutet, an Fähigkeitenunterricht teilnehmen und wir können andere Leute und kriegen wir dafür Geld? Oh, ihr wisst nicht, wie froh ich über diese Benachrichtigung hier bin. Das ist einfach wunderbar. Kann ich sonst noch was machen? Was ist das hier? Was ist das hier? Universitätsuntergrund? Hier ist unsere Cafeteria-Beauftragte. Wir hätten eigentlich uns das echt sparen können, zu Hause zu essen, weil wir kriegen ja hier jetzt immer kostenloses Essen. Frühstück ab 7 Uhr. Wir haben 8.30 Uhr. Frech. Früh zum Kurs gehen. Ja, Kiana Girl. So wollen wir das sehen. Guck mal, sie wartet jetzt hier vor dem Uni-Gebäude, bis sie dann gleich zur Vorlesung gehen kann und will in der Zeit jetzt noch Hausarbeiten für den anderen Kurs machen. Girl, das ist ja... Oh, ich bin stolz auf dich. Okay, Uni beginnt. Geh zur Uni. Kiana besucht eine Vorlesung. Wow. Oh, wir können ja uns gut schlagen. Normal am Unterricht. Teilnehmen, Notizen machen, erhöht die Schulleistung, reduziert das Spaßbedürfnis, aktiv zu beschleunigt das Fähigkeit, senkt das Spaßbedürfnis, früh verlassen im Unterricht, schlafen mit Studenten klauen. Machen wir uns doch mal Notizen, hör mal. Kiana ist das erste Mal zur Vorlesung gegangen und hat sich mit irgendjemandem angefreundet, mit ihrem Professor oder was ist hier los? Was ist hier los? Wer bist du?
Tetsu. Ich habe doch gesagt, wir haben schlechte Erfahrungen mit Tetsus. Jana hat ihre Hausarbeit zuversichtlich eingereicht und im Kurs so viel Wissen wie möglich aufgesaugt. Ihre Bemühungen werden sich bei der Endnote für den Kurs ganz sicher auszahlen. Das hört sich doch supi gut an. So, können wir jetzt hier irgendwas sehen, was so, wie wir uns so geschlagen haben oder so? Wir haben jetzt heute hier gar nichts mehr. Also wir haben keine Kurse mehr. Das ist sehr gut. Also ich glaube, wir haben unseren Kursplan sehr weise gewählt. Wir haben aber später noch das Fußballtraining, was ich sehr, sehr cool finde. Wir müssen uns immer noch mit zwei Teamkollegen anfreunden. Ich habe aber halt einfach keinen Plan davon, wie ich herausfinde, wer mit mir im Fußballteam ist. Wir müssen auch noch kicken oder jonglieren üben. Das müssen wir aber zu Hause machen. Und da wir jetzt hier sind, können wir das nicht machen. Ich würde gerne, ich habe hier eben so ein Girl gesehen. Das war super hübsch. Du bist auch super hübsch. Mizuki. Aber ich will so ein... Da ist sie. Die ist sehr hübsch. Und wenn sie... Wartet. Wenn sie ein bisschen Sisi auf sich hätte... Hör mal. Wow. Also, wir hatten das ja schon in der Vergangenheit gesehen, dass Kiana auch Interesse an Frauen gezeigt hat. Sie hat ja auch einmal mit Elena kurz geflirtet. Und das war halt wegen diesem Freie-Liebe-Dingsbums. Aber ich finde das cool, wenn Kiana vielleicht auch bisexuell ist. Okay, also bei bevorzugte Geschlechter hat sie jetzt gerade nur männlich. Ich füge bei ihr jetzt aber einfach mal weiblich hinzu, einfach weil ich es cool finde. Klar, ich weiß, eigentlich habe ich diesen Mod, damit die Sims selber entscheiden können, wen sie toll finden. Ah, okay, ungeliebte Erscheinungsbilder. Dann machen wir das mal weg und machen einfach beides hin. So. Wir generieren jetzt ja einfach alles neu, Leute. Kiana hat hier nichts zu melden. Kiana hat als beliebte Haarfarben schwarz und rot. Nice. Das Ding ist aber, dass die Custom-Content-Haarfarben nicht erkannt werden. Deswegen hat das hier eh nichts zu bedeuten. Ich finde es so interessant zu sehen, was sie so mag. Attraktivitätsmerkmal, bevorzugte Augenfarbe blau. Hat Julian blaue Augen? Safe hat er blaue Augen. Oh, sie steht auf Sommersprossen, wie cute. Guck mal, Kiana findet alles geil. Kiana liebt mittelöstliche Hautfarben, asiatisch, nordamerikanisch, kaukasisch. Das war's. Alienhaft nicht so, ne? Aber sie hat auch nichts, was sie nicht mag. Nice. Ah, der Wonderful Women's Mod ist einfach großartig. Und bei Outfits so? Bevorzugte, oh, rote Outfits. Kiana steht auf rote Outfits, rockig und ländlich. Cute. Okay, wir haben genug geguckt. Kiana, dann mach doch mal hier dein Dingsbums, dein Scan. Mach mal, wo ist das? Toll, jetzt wenn hier keiner in der Nähe ist, kann ich die Umgebung auf einmal scannen. Was für ein Schizzledi. Natürlich finden wir niemanden, oder? Oh doch, wehe, wehe. Wehe, das pulsierende Herz ist jetzt schon wieder über Rocket Landgrab, dass er hier irgendwo in der Nähe ist und sie ihn attraktiv findet. Also, nachdem Kiana den Raum nach attraktiven Gesichtern durchsucht hat, bemerkte sie eines, das ihr Interesse weckte. Suche das pulsierende Herz, um die Verlockung zu erkennen. Okay, haltet eure Augen offen. Ich sehe kein Herz. Wie schläft? Wo schläft sie denn jetzt? Warum schläft sie denn jetzt hier? Kiana, Girl, was machst denn du jetzt? Wir sind auf der Suche nach der großen Liebe. Okay, vielleicht nicht nach der großen Liebe, aber nach ein bisschen Ablenkung von der ganzen Misere mit Rocket. Menu. Who are you? Hello? Who is you? Nox. Aha. Okay, Kiana, mach nochmal. Steh auf. Steh auf. Oh, okay. Das ist ihr Professor. Sehr interessant. Sehr interessant. Ich möchte dem Professor ein kurzes Makeover geben. Nein, Leute, ich habe nicht das vor, was ihr denkt. Auf gar keinen Fall. Ich spinne doch. Ihr spinnt doch, Leute. Alle miteinander spinnt ihr. Ich will einfach nur dem Professor ein Makeover geben. Unser lieber Professor Watanabe. Professor Watanabe. Hat ein kleines Umstyling bekommen. Ich habe mir gerade eine Story überlegt, die sehr geil werden könnte. Und ich glaube, es wäre mal wieder ein bisschen juicy, juicy. Ihr könnt euch hier alle denken, was ich mir hier überlegt habe. Aber erstmal haben wir unserem Professor ein kleines Umstyling gegeben. Das ist jetzt unser lieber Tetsu. Es ist sehr komisch, diesen Namen zu sagen, weil Tetsu immer noch für mich der Ex-Ehemann von Trinity ist. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall, finde ich, sieht er so cool aus, weil er ist ein junger Erwachsener. Also das heißt, er ist ein junger Professor, der gerade erst an der Uni angefangen hat und ist gerade mit dem Studium fertig geworden und so. Und das ist jetzt, das sind seine Outfits. Sie sind halt so sehr sophisticated, aber trotzdem noch so ein bisschen jung. Also dass er so sehr
adrett aussieht immer, aber halt eben, dass man trotzdem noch sieht, dass er ein junger Kerl ist. Also ist das sein Alltagsoutfit. Seine formelle Kleidung, seine Sportkleidung, seine Schlafkleidung, seine Ausgehkleidung. Das finde ich so cool, dieses Outfit, weil das ist halt so ein bisschen legerer. So, wenn er dann halt Party machen geht, dann hat er zwar immer noch ein Hemd an, aber es ist halt so aufgeknöpft und so und hängt so locker in der Hose. I like it very much. Und seine Schwimmkleidung, heißes Wetter und kaltes Wetter. Ich habe ihm natürlich eine Brille gegeben, weil er braucht so diese kompletten Professor-Vibes, dass er halt dann eine Brille trägt und so super schlau aussieht. Am liebsten hätte ich ihm noch so eine Aktentasche gegeben, aber ich habe keine. Es wird großartig. Es gibt natürlich jetzt nur eine Maßnahme. Oh nee, wir müssen Rechnung bezahlen. Okay, wir haben zum Glück noch ein bisschen Puffer. Es gibt natürlich nur eine Sache, die wir jetzt tun müssen. Und zwar uns ein bisschen bei unserem Professor einschleimen. No, er ist gegangen. Okay, aber wir kennen ihn jetzt auf jeden Fall schon. Ich erzähle es euch jetzt einfach. Ihr könnt es euch ja eh erst denken. Wie wäre es, wenn Kiana einfach, wenn sie eine Affäre mit ihrem Professor anfängt? Weil, sie hat nämlich jetzt hier unten noch die Stimmung, Freunde in Hülle und Fülle. Kiana ist der Meinung, dass man gar nicht genug Freunde haben kann. Je mehr, desto besser. Weil sie sich gerade mit ihrem Professor und diesem lieben Ali hier unterhalten hat. Also ich fand es sehr juicy und ich finde, Tetsu ist auch ein sehr, sehr süßer Kerl. Das bedeutet nicht, dass sie mit ihm auf jeden Fall für immer zusammenbleiben wird oder so. Aber ich finde, es wäre so eine nice Nebenstory. Oder was sagt ihr zu der ganzen Sache? Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr darüber denkt. Wir müssen definitiv nochmal mit Rocket reden und ihm klar machen, dass das hier eine einmalige Sache war. Aber wir haben jetzt einfach eine Liebesleiste mit ihm. Und das kann so nicht bleiben. Ich warte eigentlich nur drauf, bis er anruft und sagt, hey, Kiana, wollen wir auf ein Date gehen? Und ich möchte das definitiv nicht, nein. Da ist er wieder. Oh mein Gott. Kiana hat sich gerade hier draußen hingesetzt, um ihre Hausaufgaben zu machen. Da kommt zufälligerweise, oh mein Gott, dieses Spiel ist so großartig, ihr Professor vorbei und sagt, hey, Kiana, du bist doch neu in meinem Kurs, oder? Ich weiß nicht, brauchst du irgendwie Hilfe bei den Aufgaben, um ins Semester reinzukommen? Ich kann dir helfen, wenn du möchtest. Und Kiana ist natürlich sehr dankbar für die Hilfe und kann sich dann halt auch währenddessen ein bisschen mit ihm unterhalten und ihn so ein bisschen kennenlernen. Oh mein Gott! Wir können ihm wirklich Fragen stellen. Ja, ab dafür, hör mal. Ab dafür. Ihr wisst ja, ich mag es immer, neue Sachen mit meinen Sims auszuprobieren und das hatten wir noch nie. Hinweis zur Persönlichkeit. Tetsu zeigt Anzeichen der Persönlichkeit witzig, sprich über die Themen, die sich mit der Persönlichkeitsart witzig befassen, um einen positiven Eindruck zu hinterlassen. Oh, Tetsu ist fröhlich. Er ist halt auch einfach voll der cute Boy, ne? Das ist auch nicht so ein Arschloch-Professor. Was? Also erstmal, Mods sind einfach... Aber in dem Zusammenhang ist das jetzt gerade ein bisschen merkwürdig. Julien ruft an und sagt, kannst du trotzdem für die Kinder zur Geburtstagsparty kommen? So, als wären die so ein geschiedenes Pärchen. Wie großartig ist das bitte, wenn man wirklich so eine Storyline hat, wo ein Kind, also wo man Kinder zusammen hat und man sich dann hat scheiden lassen? Wow. Aber Julien, ich habe jetzt keine Zeit. Ich habe heute Abend noch Fußballtraining und ich bin gerade noch mit meinem Professor beschäftigt. Er hilft mir bei meinen Aufgaben. Dein Professor. Aha, okay, ja, dann halt nicht. Oh Gott, sie ist voll müde. Tetsu, wohin wird... No, nicht auf Wiedersehen. Wir unterhalten uns noch mit dir. Wie frech. Okay, wir sehen uns dann beim nächsten Kurs. Bye, bye, boy. Vielen Dank für die Hilfe. Tiefe Bindung. Der Aufbau einer engen Beziehung zu anderen ist ein Grund zur Freude. Und was ist das hier? Es gibt mir Energie. Zeit mit anderen zu verbringen, gibt diesem Sim Energie. Okay. It's getting hot in here, würde ich sagen. Er ist jetzt schon ein Freund von uns. Ach, wir haben den Ball sogar in unserem Inventar. Ja, komm, dann mach mal. Mach mal, Kiana. Wer hält denn jetzt hier eine Rede? Ich dachte, du bist nach Hause gegangen. Er kann sich aber auch irgendwie nicht trennen, ne? Es ist auch einfach wunderbar. Er wollte eigentlich nach Hause gehen, weil er muss noch so viel für die Uni vorbereiten. Und er hat noch viel zu tun. Aber irgendwie lässt ihn dieses mysteriöse Mädchen nicht... los. Aber er kann natürlich nicht über sie nachdenken, weil sie ist seine Studentin. Was sorgt er sich so um sie und was interessiert ihn ihr Leben so sehr? Und er ist auch einfach nur verwirrt. Er weiß auch nicht so richtig, wie er das einordnen soll, aber er hält jetzt einfach hier erstmal noch Rede. Oh mein Gott, ich liebe es so sehr. Kiana muss in einer Stunde beim Fußball sein. Okay, hat das jetzt gezählt? 75%. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen üben. Fertig? Abgeschlossen. Yay, dann hör auf. Okay, dann hörst du jetzt deinem Professor hier über seine Rede zu. Vorführung ansehen. Wow, oh mein Gott, sie stinkt. Ew, Kiana. Aber sie geht jetzt eh zum Fußballtraining, deswegen ist das nicht so schlimm. Oh mein Gott, und sie ist voll müde. Guck mal ihre Augenringe an. Girl, was willst du? Guck mal, wie sie ihn anguckt. Das ist mein Professor.
nicht dein Professor. Oh mein Gott, Rocket, no! Hey, Babe. Oh, jetzt ist schon wieder weg. Da stand irgendwie sowas mit, hey, Babe, ich vermisse dich und irgendwas Ekliges. Zum Glück haben wir es einfach ignoriert. Oh mein Gott! Ey, Leute, ich war da. Was ist denn heute hier schon wieder los? Ich war das nicht. Dieses Spiel entwirft die Story einfach für sich selber. Kiana stellt sich jetzt gerade grob bei Maki vor und sie ist gierig, wow. Und die beefen sich hier gerade voll. So wirklich, als wenn sie so gemerkt hätte, dass der Professor Kiana die ganze Zeit irgendwie anguckt und sie hat so einen heimlichen Crush auf den Professor. Das ist halt so ein Girl, was sich so einschleimt. Wir leben hier einfach einen ganzen Coming-of-Age-Film, oder wie das heißt. Können wir gemein zu ihr sein? Okay, dann mal los. Ab zum Fußballtraining. Sie bleibt jetzt einfach auch immer noch hier stehen und feuert ihren Professor an. Das ist absolut großartig. Wow, Kiana, viel Spaß beim Fußballtraining. Ach du Scheiße, guck mal, wie müde sie ist. Julian ruft an. Und sagt, hey, ich habe gehört, dass du dich mit Ali angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Kiana ist unterwegs, um ein bisschen Fußball zu spielen. Ja, Girl, tu es. Auch wenn du mega müde bist, dich erbärmlich fühlst. Wow. Ich freue mich, wenn wir gleich nach Hause zurückkehren können. Och, Malia ruft an und sagt, hey, ich vermisse dich sehr, Sis. Könntest du kurz vorbeikommen? Aber wir können nicht. Sorry, Sis. Kiana hat heute gut trainiert. Mach weiter so, dann ist dir der Erfolg gewiss. So, jetzt aber ganz schnell ab nach Hause und ab ins Bett. Das ist ja furchtbar, hör mal. Ew, hör auf, Rocket. Vermisst du mich schon? Willst du rüberkommen und dich mit mir entspannen? Wir können deine Lieblingssendungen anschauen. Rocket, du interpretierst da ein bisschen zu viel rein. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass Rocket in der Friendzone gelandet ist und da nicht ganz glücklich war. Oh Gott im Himmel. Ew, und jetzt machen die da drüben Liebe. Kiana, schlaf einfach. Tu einfach so, als wenn all das nicht passiert. Okay, wir sind viel zu spät dran. Kiana hat eine Vorlesung. Okay, sie ist bei der Vorlesung. Sehr gut. Wir haben leider nicht die Aufgaben gemacht. Huch. Können wir das jetzt noch machen? Nope. Dann mach dir wenigstens Notizen. Ich weiß, du hast Hunger. Du kannst auch gleich hier was essen gehen. Aber erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Julian! Unsere Freundschaft hängt nicht davon ab, ob wir physisch zusammen sind. Findest du nicht auch? Julian, langsam bestätigst du nur das, weswegen Kiana gesagt hat, ich brauche erstmal eine Pause. Du bist so eine Klette. Stop it. Ich weiß nicht, ob ich hier Ja oder Nein antworten muss. Ich habe keine Ahnung. Kiana hat genügend gearbeitet, um den Kurs mit einer respektablen Note abzuschließen, aber einige Studenten scheinen proaktiver gelernt zu haben. Allerdings glaubt sie trotzdem, dass sich ihre Endnote verbessern wird. Okay, alles klar. Aber wir haben heute, glaube ich, noch eine Vorlesung, oder? Ja. Wir haben heute noch eine Vorlesung, da haben wir die Aufgaben auch schon zu 75% erledigt, was sehr gut ist. Haben wir jeden Tag Fußballtraining? Nee, hör mal. Nee. Da müssen wir dann wieder austreten. Das geht ja gar nicht. Wir holen jetzt erstmal hier was Kostenloses zu essen. Was gibt's? Fischtacos, Reisbohnen, Burrito, Thunfischauflauf. Oh, lecker. Burrito. Yes. Mann. Kiana, ich möchte, dass du weißt, dass ich sehr neidisch auf deinen Burrito bin. Sehr. Lass ihn dir schmecken und guck nicht so traurig. I love my life. I just love my life very much. Ja, setz dich, Tetsu. Gar kein Problem. Hey, na, wie geht's? Ja, ich war gerade bei meinem zweiten Kurs. Ich hab nicht alles fertig bekommen. Ich hatte so viel zu tun. Das war gestern, glaube ich, ein bisschen viel. Aber es hat Spaß gemacht. Es war ganz cool. Und er sagt so, ja, freut mich. Schade, dass es nicht mein Kurs war. Da hätte ich vielleicht noch mal ein Auge zudrücken können. Hahaha, wir machen ein paar Witze, weil du bist ja witzig. Hahaha. Oh, wir müssen Rechnung bezahlen. Ja, ist gut. Oh, wir haben dir... unser Strom wurde abgestellt. Huch. Oh no, ich habe vergessen, dass sie ja noch zur Vorlesung muss. Ja, nimm deinen Burrito und geh zur Vorlesung. Ach, shit. Hat die jetzt schon angefangen? Nee, 42. Ach, sie geht früh. Oh nee, jetzt hör mal auf, Julian. Ich habe gehört, du und Aya seid jetzt Freunde. Du wirst immer berühmter. Kein Wunder, dass viele dich kennenlernen möchten. Julian, stop it. Was hat sie hier? Angenehmes Gespräch. Oh Gott im Himmel. Die zweite Vorlesung des Tages beginnt. Kiana hat ihre Hausarbeit zuversichtlich eingereicht und im Kurs so viel Wissen wie möglich auch gesagt, bla bla bla. Okay, sehr gut, das hört sich doch super an. Ich glaube, das war's für heute. Wir haben morgen dann wieder den Kurs von Professor Carnaby, Professor W. Und für den müssen wir noch die Hausaufgaben machen, aber die können wir vielleicht auch ein bisschen bestechen. Ist er denn noch hier? Ist er denn hier noch irgendwo anzufinden? Boah, Leute, sorry, ich muss aus der Fußballmannschaft austreten.
wie mache ich das? Muss ich kündigen? Weil das ist zu viel Stress für Kiana. Dann hat sie ja wirklich gar keine Freizeit mehr. Fußballteam verlassen? Ja. Aufgeben. Vielleicht können wir das zu einem späteren Zeitpunkt nochmal probieren, aber das ist ein bisschen zu viel des Guten. Warum stinkt sie denn so? Sie war doch heute Morgen duschen. Kiana, hier unten ist eine Dusche. Geh mal duschen. War hier nicht eine Dusche? Doch, hier ist eine Dusche. Geh duschen, Kiana. Oh nee, Rocket ruft an. Boy, nee, sorry. Hey, Professor W. Ich bin gerade dabei, die Aufgaben zu machen. Können Sie mir vielleicht bei der und der Aufgabe helfen? Und hoffen einfach darauf. Vielleicht ruft er an. Ich werde jetzt... Weil Kiana muss ja wirklich noch ihre Aufgaben für den nächsten Tag machen. Und ich werde jetzt nach Newcrest gehen. Da gibt es nämlich einen Starbucks. Nein, das war in einer anderen Welt. Gibt es irgendwo einen Café, wo wir hinschillen? Wo wir uns hinschillen können? Habe ich irgendwo einen Café platziert? Das blökende Lama, hier ist alles Kacke. Warum zur Hölle kann ich meinen Professor nicht zu einem Café einladen? Okay, jetzt kann ich ihn einladen, hier hinzukommen. Mal schauen, ob er kommt. Hi, Mr. W. Können Sie bitte... Ich brauche Hilfe. Ich brauche ganz dringend Hilfe. Die Aufgaben verwirren mich einfach nur und ich bin raus. Ich habe jetzt das Fußballtraining abgesagt, auch wenn ich gerade mit meinem Fußball spiele. Und ich brauche ganz dringend Hilfe. Oh mein Gott, es ist so wunderbar. Was tun Sie da? Hör auf. Es ist so wunderbar, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich sehr. Hören Sie auf. Wir erzählen jetzt eine dramatische Geschichte von den Aufgaben, die wir einfach nicht zu lösen bekommen. Kommen Sie, Mr. W., ich brauche Hilfe. Kommen Sie hier hoch und wir setzen uns hier in eine ruhige Ecke und werden dort über die Aufgaben sprechen. So, Kiana, wo ist dein Problem? Ich weiß einfach nicht weiter, was bei Aufgabe 3 hin soll. Und ich dachte, vielleicht könnten Sie mir da helfen. Wir können tatsächlich... Oh mein Gott, wenn wir uns noch besser mit ihm anfreunden, dann können wir tatsächlich nach einer besseren Note fragen. Okay, dann schleimen wir uns jetzt noch ein bisschen ein. Wir schlagen uns noch ein bisschen ein. Oh mein Gott, Kiana möchte tatsächlich, sie wünscht sich gerade, einen mutigen Anmachspruch bei jemandem abzulassen. Ach du Scheiße, ich weiß, dass es ein Fehler ist, aber... Kiana will einfach irgendwie versuchen, an gute Noten zu kommen. Und sie ist gerade ein bisschen verzweifelt, weil sie so ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation ist. Deswegen werden wir nun einfach mal unseren Professor fragen, ob es vielleicht irgendwie andere Möglichkeiten gibt, an eine gute Note zu kommen. Ew! Okay. Ist hier eine Katze? Fand er das gut? Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, er fand's gut. Oh mein Gott, jetzt ist er kokett. Ach du Scheiße. Nein, wir bestellen jetzt kein Essen. Ach du Scheiße. Was habe ich getan? Also, ich find's eigentlich gut, aber... Oh mein Gott. Nein, bleib hier, komm zurück. Hier ist irgendwo eine Katze. Ich höre eine Katze. Da ist ein Kätzchen. 2. Was ist hier los? Ist hier Streuner? Das sind tatsächlich Streuner. No. Oh no. Aber okay, wir können nicht, Leute. Wir haben nicht die Zeit dafür. Nein. Ich wollte die Kittys beobachten. Lass mich die Pussys beobachten. Oh mein Gott, hier ist ja noch eine. Warum sind hier so viele Streuner? Oh mein Gott. Oh, wie sad. Aber ich habe einfach keine Zeit für eine Katze, sonst hätte ich jetzt direkt eine mitgenommen. Ach, shit. Okay, ich glaube, der mutige Anmachspruch war eben so eine Low-Key-Aktion. Oh mein Gott, die zwei haben ein Gefühl zusammen. Ich glaube, das war so von Kiana so... Mr. W., vielleicht kann ich Ihnen ja auch bei irgendwas behilflich sein. Und Sie sind mir einfach bei meiner Note ein bisschen behilflich. Also das war so nicht aktives Flirten, sondern eher so passiv. Und deswegen sind die jetzt noch nicht auch so auf dieser Ebene. Sondern unterhalten sich einfach fröhlich weiter zusammen und haben tatsächlich halt jetzt ein Gefühl zusammen. Größere Nähe durch glückliche Erinnerungen. Mit dem Professor. Wow. Wir haben nämlich jetzt auch herausgefunden, dass der Professor bei Foxbury Institut ist. Das ist ja eine Überraschung für uns. Oh mein Gott, er hat ganz rote Wangen. Das ist, wenn die kokett sind. Oh mein Gott, ey. Wir sind jetzt einfach so gut mit unserem Professor befreundet. Es ist unfassbar. Wir sind einfach jetzt schon gute Freunde. Sollte man das mit seinem Professor sein? Wenn wir nicht mit unserem Professor kickern dürfen, dann gehen wir jetzt auch nach Hause. Mr. W., wir sehen uns morgen früh im Kurs. Ich werde versuchen, noch schnell die Aufgaben fertig zu machen. Ich kann aber nichts versprechen. Aber ich bin mir sicher, Sie werden drüber hinwegschauen. Oh mein Gott, es ist
Ich liebe die Story, Leute. Das macht mir richtig, 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 richtig viel Spaß. Ich finde nämlich den Professor auch richtig toll. Also der ist echt ein cooler Typ. Also es ist nicht mal so, dass er so seine Position irgendwie ausnutzt oder so, um so seine jungen, hübschen Studenten um den Finger zu wickeln. Nein, um den Finger zu wickeln, sondern... Er unterhält sich einfach nett mit ihr und möchte ihr wirklich helfen. Kerna, du musst dich jetzt noch hier hinsetzen und deine Aufgaben für morgen machen, weil sonst wird dein Professor sehr enttäuscht sein und das wollen wir natürlich nicht. Okay. Und an dieser Stelle werde ich den Part dann auch beenden, weil wir müssen jetzt Kerna in Ruhe ihre Aufgaben machen lassen. Und ja, ich glaube, sie muss auch so ein bisschen das Erlebte zuordnen, denn für sie fühlt sich das auch irgendwie merkwürdig an. Das ist nicht so ein normales Verhältnis, was man so seinem Professor hat, hat sie so das Gefühl. Sie war noch nie mit einem Lehrer oder einer Autoritätsperson so auf einer Wellenlänge. Und deswegen muss sie da jetzt nochmal eine Nacht drüber schlafen, was das Ganze zu bedeuten hat. Und ja, in den nächsten Tagen werden wir ihn ja auch, wir werden ihn morgen wiedersehen in der Vorlesung. Und mal schauen, was dann noch passiert. Oh mein Gott. Also ich finde es auf jeden Fall super, super cool. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie ihr die Storyline so findet. Ich denke aber, dass sie euch auch gefallen wird. Falls ihr noch irgendwelche coolen Ideen habt, könnt ihr mir das sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ich kann nur wiederholen, dass ich ihn als Charakter also auch ziemlich cool finde. Also für mich muss das jetzt auch nicht nur so einmal, oh, die küsst ihr Professor und danach löst sich das Ganze auf, sondern für mich kann das auch gerne was... Laufendes sein, sag ich mal. Dieser Part war jetzt natürlich auch wieder sehr unilastig. Das wird jetzt nicht die ganze Zeit so sein. Das ist jetzt einfach nur so der Start. Beziehungsweise es war ja nicht unilastig, sondern es war Professor W-lastig. Es macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß, wie ihr schon merkt. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss!